Ich habe ja teilweise schon Probleme damit, mit einem Auto rückwärts einzuparken. Und ich lerne gleich jemanden kennen, die rangiert, koordiniert und parkt solche riesen Dinger da hinten mit links. Hallihallo, ich bin wieder im Bahnland Bayern unterwegs, um euch echte Superjobs zu zeigen. Und Sina hat genauso einen in Augsburg. Ich höre sie auch schon von hinten ankommen. Hi Sina! Hi. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch gut. Du arbeitest als? Rangierkoordinatorin. Schwieriges Wort. Was machst du da? Also hauptsächlich unsere Züge der Werkstatt zuzuführen. Das heißt, wenn es Fristen gibt und solche Sachen halt, oder wenn ein Zug auf der Strecke kaputt geht, dann tanken natürlich und die Züge waschen. Ja. Das heißt, du bist dafür zuständig, dass alle Züge letztendlich ready für die Gleise sind. Genau. Ja. Na cool. Dann zeigst mir mal deinen Arbeitsplatz. Sehr gerne. Ja, schön. Das hier ist übrigens ein Zug der Bayerischen Regiobahn. Eines von 11 Bahnunternehmen im Bahnland Bayern und Sinas Arbeitgeber. Okay, wow. Sina, wo sind wir hier? Jetzt sind wir in der Waschhalle. Okay, das heißt? Jetzt waschen wir unseren Zug. Zug waschen! Ich sag's euch, das wird so blitzeblank. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sauber. So, die Vorarbeit ist geleistet. Dann würde ich sagen, lasset den Waschgang beginnen. Ich glaube, wir gehen lieber, bevor wir nass werden. Ja. Rangierkoordinatorin, was bedeutet das? Also was koordinierst du inwiefern? Also wir müssen halt planen, wo die Züge abgestellt werden. Die Lokführer bringen die ja und wir sagen denen, wo die genau hinstellen können. Und müssen dann halt auch planen für den nächsten Tag, dass die Züge halt über Nacht da und da dann hingestellt werden, dass die Lokführer wissen, wo sie die dann holen können. Oder wenn eben auf der Strecke mal ein Zug kaputt geht, dann holen wir die halt vom Bahnhof ab und müssen halt einplanen, was wir dann dafür für einen Zug nehmen können. Also wir müssen halt wissen, was wir als Reserve haben. Seid ihr dann wahrscheinlich auch alles neu oder Quereinsteiger hier? Genau, also eine Kollegin von mir, die war vorher auch Zugbegleiterin und sie hat jetzt eben ihren Triebfahrzeugführer gemacht. Und ansonsten waren alles eigentlich Neueinsteiger. Also jeder hat vorher irgendwas anderes gearbeitet. Vom Maler zum Verkäufer, alles Mögliche war da. Ein Pilot sogar. Also ein kollegialer Job, ein sicherer Job, ein Job mit Verantwortung und ein Job, wo man sich auch viel bewegt, viel unterwegs ist und auch viel organisieren kann. Genau. Was kommt als nächstes? Also bevor er jetzt rausfahren kann, muss er natürlich tanken. Okay. Die Tankstelle ist da vorne? Genau. Cool. Ja, also ihr habt aber auch viele E-Züge, die tankt, also ladet ihr hier auch? Ja, die E-Züge, die stehen halt unter der Oberleitung. Da müssen wir nicht besonders viel machen. Okay. Und wenn nicht, werden sie natürlich am Strom angesteckt. Ja, dann darf ich dir beim Tanken ein bisschen helfen und assistieren. Sehr gerne. Sina hat übrigens einen Lokschein der Klasse A, also sowas wie der kleinen Lokführerschein. Der Zug zum Tanken bereit! Ja, yeah. Ich betanke gerade einfach einen Zug. Sina, das Ganze war jetzt doch richtig schwer, also man braucht schon Muskelkraft, aber du sagst, das ist kein Männerberuf. Nein, also auf jeden Fall nicht. Man darf auf jeden Fall keine Angst haben, dreckig zu werden. Das kann passieren. Und einfach gern draußen sein, an der Luft sein. Ja, Züge mögen. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte, dass du mich mitgenommen hast als Arbeit einer Rangierkoordinatorin. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ich freue mich. Mach's gut. Ciao. Der Tank ist voll, mein Kopf auch. Ich habe nämlich viele neue Eindrücke von Sinas Superjob bekommen. Ich freue mich auf die nächste Folge, wie man in Bayern sagen würde, macht's es gut.